Ja, da ist richtig was los. Da gehen wir mal nach Brüssel zu meinem Kollegen Marlon Amoyal ins Parlament. Allerdings mit einem anderen Thema als das, was wir gerade hatten. Und zwar geht es um den Internationalen Tag der Pressefreiheit. Also wir in Deutschland sind da anscheinend als Journalisten relativ verwöhnt. Aber schon, wenn wir es ein bisschen weiter fassen, nämlich europäisch betrachten, da gibt es dann ein paar Länder, die haben da, nennen wir es mal, Nachholbedarf oder Lernbedarf, oder? Das ist in der Tat so, Stefan Kulle. Und deswegen beschäftigt sich heute auch das Europäische Parlament mit dem Thema. Es liegt ein Entschließungsantrag hier den Parlamentariern vor, der sich vor allen Dingen mit dieser Frage beschäftigt, nämlich der Stärkung des Pluralismus und der Stärkung der Arbeit, der freien Arbeit von Medienschaffenden und Journalisten auf dem Kontinent. Das ist bitter nötig, denn der letzte Fall, der für schreckliche Schlagzeilen gesorgt hat, ist der Mord an einem slowakischen Investigativjournalisten namens Jan Kuciak. Aber vor wenigen Monaten beispielsweise starb auch eine maltesische Journalistin, Frau Galcia, an einem Anschlag. Beide starben, weil sie ihre Arbeit gemacht haben. Und das zeigt, wie wichtig dieses Thema auch in der Europäischen Union ist. Man muss da also gar nicht so weit weggucken. Wir wollen über dieses Thema, nämlich über die Freiheit der Medien, sprechen. Und zwar mit Barbara Lochmüller. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses des Europäischen Parlaments. Ja, Frau Lochmüller, wie steht es um die Medienfreiheit in Europa? Also der Trend ist negativ. Wir haben eine Zunahme an Hetze gegen Journalisten, auch von hohen Regierungsvertretern. Sie werden also beschuldigt, Verräter zu sein, insbesondere wenn sie die Regierung kritisieren. Und wenn man so ein Klima schafft, dann ist es leichter, auch Übergriffe werden wir bald sehen. Das ist negativ. Das Zweite ist, dass wenn wir die Besitzverhältnisse anschauen, wem gehören die Medien, da gibt es doch ziemliche Verwerfungen. Der jetzige Regierungschef in der Slowakei war vorher ein Oligarch, dem gehören die zwei großen Tageszeitungen. Und so ist es auch heute. Schauen Sie nach Ungarn, da hat ein befreundeter Unternehmer von Orbán 2017 die letzten freien Medien aufgekauft. Oder in Polen, kurz nachdem die jetzige Regierung 2015 an die Macht kam, hat sie quasi die Kontrolle über die Radiosender übernommen und bestimmen deshalb, welche Art von Medien und welche Information weitergegeben wird. Sie sprechen es an, wenn das jetzt von Politikern betrieben wird, im Beispiel Polen mit einem Mediengesetz, was unliebsame Journalisten mundtot machen soll. Können wir aber auch nach Österreich gucken. Da hetzt der Vizekanzler Strache gegen Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Aber auch in Deutschland träumt beispielsweise die rechte Alternative für Deutschland von einem eigenen Medienimperium. Hat das System bei Rechtspopulisten? Also ich glaube, sie lernen so ein bisschen voneinander, dass es eben erfolgreich ist, durchaus so viel Einfluss zu nehmen und man wird wiedergewählt. Nochmal auf Ungarn zurückzugehen, da finden Sie teilweise wortwörtlich die Regierungserklärung auch als Berichtsteil in den sogenannten unabhängigen oder öffentlichen Medien. Also ja, sie lernen davon. Aber ich denke auch, die EU muss konsequent sein und dagegen vorgehen, dass sich das nicht Schule macht. Man hat jetzt gegen Polen eine Artikel 7 Strafe oder Untersuchung eingeleitet, die bis dazu führen kann, dass Polen Stimmrecht verliert im Rat. Das weiß man nicht, ob das so weit kommt, aber ich hoffe, es ist ein deutliches Signal auch an andere Regierungen, die denken, naja, ich kann ja machen, was ich will. Die EU kümmert sich nicht, wenn ihre Werte verletzt werden. Das Gleiche prüft zum Beispiel jetzt auch gerade die Kommission im Falle Ungarn. Aber letztendlich muss es Einstimmigkeit geben bei diesen Mechanismen. Sie hatten jetzt gerade eben diesen Stimmrechtsentzug genannt. Ist das ein scharfes Schwert oder am Ende des Tages dann doch eher, ich sag mal, eine milde Maßnahme, weil sie am Ende gar nicht greifen kann? Und ist das dann nur Symbol? Also die EU hat keine scharfen Schwerter. Wir haben auch keinen Mechanismus, ein Land wieder auszuladen, weil man sich das am Anfang nicht gedacht hat, dass ein Land sich so zurückentwickeln kann. Aber so etwas wie Stimmrechtsentzug ist schon eine sehr schwerwiegende Androhung. Die darf es nicht alleine geben. Es muss auch diskutiert werden. Müssen wir bestimmte Entscheidungen immer im Konsens entscheiden oder brauchen wir nicht auch manchmal Zweidrittelentscheidungen? Und wenn wir jetzt auf die nächste Legislatur schauen, wo wir ja
auch das Budget diskutieren. Und da ist ja auch die Überlegung, sollen wir denn nicht auch konditionieren, wenn ein Staat sich so permanent und schwerwiegend gegen die Grundwerte die verletzt, sollen wir dann nicht auch die Finanzierung anderer Projekte konditionieren? Die gibt es dann eben auch nicht mehr. Ist das dann zum Beispiel auch ein Signal, was gerichtet werden muss gegenüber neuen Beitrittskandidaten? Nennen wir beispielsweise die Türkei. Dort sind letzte Woche 100 Journalisten jetzt verurteilt worden für ihre Arbeit, für ihre kritische Arbeit. Wir können aber auch in die Europäische Union gucken, beispielsweise die südosteuropäischen Länder, Bulgarien, aber nachher auch Beitrittskandidaten wie zum Beispiel Serbien, Albanien, überall Probleme. Jetzt hat Bulgarien den Vorsitz für die Ratspräsidentschaft. Was muss für ein Signal in diese Region gehen, gerade in Bezug auf Menschenrechte und eben auch auf Pressefreiheit? Also wenn ich jetzt auf die Westbalkanländer schaue, da sieht man, dass einzelne Regierungsvertreter ganz deutlich auch hetzen gegen Journalisten. Und da muss man in den Beitrittsverhandlungen sehr klar sagen, das muss aufhören. Natürlich schwierig, wenn wir so etwas auch innerhalb der EU haben. Aber das muss konsequent gemacht werden. Schaue ich auf die Türkei, dann ist die Situation ja so, dass es da mit offenen Türen in die falsche Richtung geht. Da werden Journalisten beschuldigt, terroristische Organisationen zu unterstützen und für diese zu arbeiten. Das wird nicht nachgewiesen und die werden weggesperrt. Also hier ist es ganz deutlich, dass wir hier einen Menschenrechtsdialog brauchen. Das tut die EU auch, aber ich sehe nicht, dass die Türkei auch nur ansatzweise einlenkt, wenn es wieder hier in die richtige Richtung gehen soll. Sagt Barbara Lochbieler am Tag der Pressefreiheit. Ich danke für dieses Interview. Ja, es geht um ein Grundrecht bei der Pressefreiheit. Der englische Autor George Orwell hat einmal gesagt, wenn Freiheit uns überhaupt irgendetwas bedeutet, dann ist sie das Recht, den Leuten das zu sagen, was sie nicht hören wollen. Diesen Satz kann man ein bisschen nachwirken lassen. Und damit gebe ich jetzt erstmal zurück ins Studio nach Bonn zu meinem Kollegen Stefan Kulle.